Willkommen beim Vegan Podcast. Heute gibt es den zweiten Ausschnitt des Sei stolz auf dich Kongresses, in dem Christian zu Gast war. Willst du den Auftritt in voller Länge sehen, so schau in die Shownotes. Auch war Christian erst neulich beim Gesund 2023 Kongress zu Gast. Um diesen brandaktuellen Auftritt sehen zu können, registriere dich noch heute. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Unter allen Registrierten verlosen wir einmal die EAAs in der Geschmacksrichtung Extreme Watermelon von Bodylab. Also nicht verpassen. Wahnsinn. Also tatsächlich zeigst du das ja ganz eindrücklich. Das ist eben bei einer veganen Ernährungsweise, also dieser hohe vegane Lifestyle, so nennst du ihn ja, sicher komplett von dem unterscheidet, ja, was vielleicht auch die Lebensmittelindustrie unter veganer Ernährung versteht. Das ist dann eben nicht der vegane Brotaufstrich oder nicht nur, ja, oder eben nicht der vegane Burger aus, weiß ich nicht, irgendwelchen Stoffen, ja, sondern das ist einfach ein anderes, eine ganz andere Herangehensweise dann. Ja, also mal als weiteres Beispiel, ich bin echt ein Joghurt-Lover, ja, ich habe früher Joghurt und Quark, ich habe das Zeug aus der, kennst du diese 500 Gramm Magerquark-Packungen, ja. Ich habe die Magerquark-Plastikpackung genommen, habe es so ein bisschen aufgerissen oben und habe das dann quasi rausgesaugt, diesen Quark aus. Völlig crazy, also ich will es auch heute noch machen, ich liebe heute immer noch Quark und so, ja. Aber woran, so eines meiner Sünden ist immer noch dieser ganze Sojajoghurt. Und der kommt ja jetzt auch immer nicht in diesen tollen, nachhaltigen Verpackungen. Also ich bin jetzt im 8. Jahr vegan und so langsam dämmert es auch mir, dass ich mal irgendwie was für den Klimaschutz mehr beitragen muss, als dass ich mich nur vegan ernähren muss. Ja, also ich will Plastik reduzieren und so weiter. Alles das, was du hier siehst, ist, würde mal sagen, 90% Bio und damit meistens auch unverpackt. Also das ist ein toller Nebeneffekt, wenn du dich gesund vegan ernährst, dass du auch noch weniger Verpackungsmüll produzierst. Mhm. Nur worauf ich hinaus will, ist, dass also auch das hier, ne, wenn du eine gescheite Schokolade kaufst, also Schokolade muss ja auch nicht verboten sein. Das hier ist halt Kakao mit ein bisschen Kokosblütenzuckersirup, 80% Edelkakao aus Peru, aus nachhaltigem Anbau in Regenwäldern, die ich persönlich kenne. Das Zeug sieht mega geil aus, schmeckt ultra geil und diese Plastik, das aussieht wie Plastik, ist halt dann ein Bio-Mais-Polymer und komplett kompostierbar. Ne? Also das heißt, wenn du hochwertig dich ernährst, sorgst du nicht nur dafür, dass dein Körper richtig geil aussieht und gut funktioniert. Ich war seit 7 Jahren nicht mehr krank. Ja? Sondern du sorgst auch dafür, dass es der Natur besser geht. Also das heißt, der Kreislauf, der schließt sich automatisch sozusagen. So, und jetzt komme ich zurück zum Joghurt und Quark. Ich mache mir jetzt auch meinen Joghurt selber. Also das hier ist zum Beispiel noch so ein altes, normales Joghurtglas. Siehst du hier am Deckel noch? Ne? Mhm. Und da ist jetzt selbstgemachter Kokosjoghurt drin. Also der hat eine Konsistenz wie Quark. Ich habe also quasi Quarkkulturen genommen. Die kannst du dir kaufen für ein paar Euro. Und dann nehme ich ganz normales Kokos, also entweder Kokosnussmus oder Kokos oder wie auch immer. Mach da Wasser mit rein, schredder das im Mixer und tu die Kulturen mit rein und nach 2-3 Tagen habe ich perfekten Joghurt, ne, oder Quark. So, und das Zeug, sowas ist halt hier auch mal, ich mache dann direkt 5 oder 6 oder 7 Gläser auf einmal, hält sich auch Wochen im Kühlschrank und sowas, da brauche ich halt 20 Minuten dafür, ja, und habe. Aber wenn ich dir jetzt noch mal rechne, jetzt mal nur ganz einfach. Wir rechnen immer zu einfach, wenn wir hergehen und sagen, du brauchst doch bestimmt viel länger. Was ist denn mit dem ganzen Aufwand, den du hast, mit dem Einkaufen? Also voll viel, was ich hier mache, ist mit einem Einkauf erledigt und dann mache ich die Weiterverarbeitung zu Hause. Die meisten Leute gehen teilweise 2-mal am Tag einkaufen oder gehen sich was zu essen holen. Dann wieder zurück, dann mit dem Auto und den Verpackungsmüll wegzukriegen. Dann schleppen sie noch Kisten von Wasser. Ja? Ich mache mein Wasser hier zu Hause. Ganz einfach filter ich das selber. Das musst du auch alles mit einbeziehen. Ja? Mhm. Also um das abzuschließen, um das ganz, ganz kurz zu machen, weil ich muss ja nicht argumentieren. Also jeder kann mich angucken, jeder kann mein Umfeld anschauen, jeder
kann das hier sehen und dann kann er sich entscheiden, hey, ist das ein Vorbild für mich? Will ich das mal so ausprobieren? Oder ist es nicht für mich? Dann hat er ihn jetzt schon abgeschaltet. Mhm. So. Ja. Und jeder kann entscheiden, will ich das jetzt oder will ich das nicht? Und das ist der Shift. Wenn du jetzt noch dran bist und wenn du jetzt sagst, ich möchte wirklich mal into it gehen, ich will es wirklich mal ausprobieren, ich will wirklich mal geil diese Energie spüren und die spürst du schon nach 2-3 Tagen. Und dann ist das Einzige, was du tun musst, nämlich nur diese Entscheidung treffen. Mhm. Ich will. Und den Rest, den kriegst du jetzt zum Beispiel von uns, wenn du dich in die E-Mail-Adresse eintragst, den Rest kannst du ein Rezeptbuch kaufen, du kannst dir noch 2-3 weitere Videos angucken, du kannst einfach auch nur experimentieren. Aber meistens ist es so, dass es am Willen scheitert. Ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt schon mal in dieser Kürze der Zeit ein paar Inspirationen gegeben habe, dass es einfach geil ist. Ne? Dass du auf nichts verzichten musst. Ne? Ja, ich möchte dann noch mal so ein bisschen da noch mal eben drauf eingehen, Christian. Ich denke, dass es jetzt schon ganz klar geworden ist, dass es eben bei einer rohen veganen Lebensweise überhaupt nicht darum geht, auf Genuss oder zu verzichten oder sogar auf Genuss zu verzichten. Im Gegenteil, wenn ich eben solch einen Weg einschlage und ich treffe diese Entscheidung nicht weg von, sondern hinzu, mehr Energie, am besten noch irgendwo im Laufe der Zeit natürlich auch ganz natürlich automatisch eben auch Gewicht reduzieren, Mikrobiom verbessern, darüber natürlich das Hautbild auch, diese ganzen Nebeneffekte auch, dann wird ja auch eben klar, dass ich ja auch diese ganzen natürlichen Nährstoffe ja auch auf eine ganz andere Weise aufnehme. Du hast es gerade so schön eben auch gesagt, du hast es gezeigt mit den Samen, die mit den Sprossen, die wir selber ziehen können. Ich habe mit einer anderen Referentin, die beschreibt das auch ganz toll, wie wir auch eben Nüsse auch... Angelika Füßle hast du, ne? Mega, das ist so eine tolle Frau. Ich habe die bei Joe Dispenza kennengelernt, die sprüht noch mehr voll Energie, die umarmt dich und du spürst pure Liebe. Und weißt du, das ist fast nicht möglich, wenn du nicht auf diesem Trip bist und Lebendigkeit in dich reinlässt. Das Herz öffnet sich nicht. Das ist so, wie wenn du, wie soll was lebendig werden, wenn du die ganze Zeit nichts Lebendiges reinwirfst. Das geht nicht, kein Naturgesetz. Also deshalb erzähl weiter. Ich wollte nur sagen, diese Angelika Füßler, die ist so klein und zierlich, aber du verschmilzt mit ihr und die lebt es seit Jahren. Das ist Wahnsinn. Ja, also da merkt man, bei Angelika merkt man einfach die Power und die Energie, aber bei dir ist das ja genauso. Und das ist eigentlich so, sagen wir auch für die Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer eigentlich auch der beste Beweis, der lebende Beweis, dass das ja jeder eben kann und dass man dafür nicht... weiß ich nicht, wer irgendwie sein muss und Voraussetzungen für mitbringen muss. Das ist in jedem von uns selber ja auch dann veranlagt. Ich will mal nochmal auf diese Vorurteile nochmal drauf hinaus. Du hast selber gerade gesagt, es gibt eben diese Vorurteile, Körnerfresser und so weiter. Muss man da nicht auch supplementieren, ob das nun Eisen ist oder Vitamin B12 auch? Also Dinge, die wir sonst halt eben aus tierischer Nahrung, tierischem Protein auch eben bekommen. Was sagst du da? Ja, also auch da ist es eine absolute Geschichte, dass ich wie bei normaler Ernährung eben auch oder bei einem normalen Leben, es geht einfach nicht drum rum, sich zu informieren. Ja? Also Kinder kriegen ja auch das Knowledge von den Erwachsenen und dadurch kriegen sie Informationen und können sie groß werden. Wir kriegen Informationen, können dadurch hoffentlich wachsen und uns weiterentwickeln. Also das heißt bei einer veganen Ernährung auch nicht anders, dass du einfach über Informationen und über persönliche Erfahrungen dann eben auch wächst. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe schon immer Eisenprobleme gehabt. Ja, also jeder ist ja auch von seiner Genetik her unterschiedlich. Und bei mir war es eben auch zum Beispiel immer Eisen. Also das heißt, selbst wenn ich mich noch so eisenreich ernährt habe, auch in meiner Fleischesserzeit, habe ich Eisenmangel gehabt. Also weiß ich darf darauf achten. Also ich mache mal den einen oder anderen Test. Ja, also kann ich dir auch gerne Links schicken für solche Bluttests, die du auch zu Hause machen kannst.
Also ich schaue, wo ist mein Mangel und dann gleiche ich den aus. Das Beste, was passieren kann, ist, wenn du in einer sonnenreichen Umgebung lebst und dann ab und zu mal in den Wald gehst und dir ein paar Wildkräuter einkassierst. Ja? Also ab und zu gehe ich auf die Wiese, esse Löwenzahn. Ja? Ich hole mir die Brennnessel, die Brennnesselsamen, esse die. Ja, also ich gehe in die Natur und esse da ab und zu Sachen. Das ist zum Beispiel eine geile Geschichte, auch um Mikroorganismen zu bekommen, die wiederum voll sind mit Vitamin B12. Mhm. Ja, also ich esse Algen, also Wakame, Dulse, das sind so Klassiker-Algen, die kriegst du sogar im Biomarkt, die pündelst du so ein bisschen drüber über dein Essen, die enthalten Vitamin B12 und super viele Mikronährstoffe. Dann hier zum Beispiel sowas wie Sauerkraut, ja, das kannst du dir auch roh vegan kaufen hier. Hier von Ferment zum Beispiel enthält super viel Vitamin B12. Also das Zeug ist schon alles in der Ernährung enthalten. Wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest, kannst du das machen. Ansonsten kannst du supplementieren. Also ich habe hier, also wenn du in der sonnenreichen Umgebung lebst, geh so viel wie möglich in die Sonne. Weil alles ist Licht, alles ist Frequenz, alles ist Schwingung. Das wurde schon bewiesen seit Jahrzehnten. Wer das nicht weiß, bitte guckt euch die aktuellen Studien an. Es ist alles Licht. Also eine gewisse Lichtfrequenz. Es gibt verschiedene Frequenzen. Wir haben das sichtbare Licht, das nicht sichtbare Licht und so weiter. Aber am Ende ist alles auf Frequenzen. Und du darfst einfach nur diese Frequenzen wahrnehmen. Einstein hat das schon bewiesen damals. Und wenn du quasi das Sonnenlicht viel hast, dann kannst du darüber schon nicht unter anderem nur Vitamin D produzieren, sondern du kannst auch andere Dinge aus der Nahrung und aus der Umwelt besser verstoffwechseln, besser aufnehmen. Vergiss nicht, dich noch heute zu registrieren, um den Auftritt des Gesund 2023 Kongresses nicht zu verpassen und an der Verlosung der ERAs in der Geschmacksrichtung Extreme Watermelon von Bodylab teilzunehmen. Wusstest du, dass wir 3 Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer ärztlichen Rat einzuholen.